It's alive! Muss der Monster erschaffen. So gut wie neu. Ich glaube, ich... habe ich ein Leben? Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Na dann. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit, was hier so rumliegt. Weiß nicht, ob ich das brauchen kann, aber hey, ich nehm's einfach mit. Einfach mitnehmen. So, weitere Quest ist hier 5 von diesen Bettos hier erledigen, dieses kleinen Möchtegern-Hunde. Und da haben wir auch schon eine weitere Quest dann erledigt. Yay! Können wir auch schon wieder abliefern. Wir sehen uns gleich. Jo, das war's schon wieder. Jo. Das ging fix. Ja, die ersten ja, Quests sind einfach zu gut. Das genau, wir sind so im Bar. Das geht alles so ultra fix. Ne, später. Ja, ich sag nur Riesenhunde. Wo seid ihr hin? Wir gehen die Quest ab. Oh mein Gott, ich bin. Ich. Du kommst nicht hinterher. Ne, irgendwie bin ich. Ich weiß auch, ich will noch am Schlafen. Boah, macht ja nichts. Wenn sonst nichts ist. Einfach immer dem Pulk folgen. Braucht doch eh nur einer abgeben, oder? Eigentlich ja, aber ich will jetzt nicht, dass es halt so aussieht, dass einer halt irgendwo am Ende der Welt ist, die anderen questen schon weiter, der andere gibt nur ab. Da muss ich auch nicht sein. Das ist wohl wahr. Ne? Deswegen lieber ruhig gemeinsam hin und her laufen, als nicht so. Ich halte die medizinischen Geräte. Ja? Kann man beim Level-Up nicht irgendwas einstellen oder so? Waren das K? Nee, nicht jedes Level. Okay. Alle paar Level. Ich alles weiß nicht, klar. Wie viele. Ich glaube, alles. Dauert, glaube ich, alles noch ein bisschen. Ich meine, es war alles. Das kriegst du mit einer Quest, glaube ich, dann noch gesagt. Also, es wird auf jeden Fall irgendwo im Bildschirm mal angezeigt: Hey, kannst skillen. Alles klar. Ja, so habe ich das auch im Kopf, dass da zumindest beim ersten Mal was gesagt wird. So. Dann holen wir mal so ein paar Items einsammeln, ne? Ja. Ich dachte mir gerade, ich soll die Karte öffnen. Will er mich verarschen? Wir brauchen halt jetzt hier so ein paar Teile, damit dieser Medi-Automate auch funktioniert. Ah, da sehe ich auch, wo ihr seid. Das ist praktisch. Auf wen schießt ihr denn schon wieder? Auf die kleinen Hunde. Ach. Ich gar nicht meine gute Munition für ausgeben. Oh ja, gib mir. Liegt hier. Hast gar keine Munition mehr. Irgendwas noch SMG? Nö. Okay. Pistolen ein bisschen. Yeah. Eine liegt hier noch. Kannst du noch mitnehmen. Ach ja. Merci. Weil du wirst es brauchen, glaub mir. Ja, wahrscheinlich. So, von den Soldatenmunitionen kann ich nichts mehr mitnehmen, also dieses Maschinengewehr. Ja, ich bin auch voll. Ja, da gibt's ja auch ewig viele, ne? Ja, im Moment ja. Hm. Später werden wir uns freuen, wenn wir noch was davon hätten. Ja. So, was brauchen wir noch? Medi-Automat repariert, also müssen wir zurück. Jo. Laufen! Sprint! Hat einer ein Wanderlied? Ah, nee, ich bin schon fast da. Oh, jetzt wollte ich gerade eine anstellen. Später kannst du das. So, einmal hier einsetzen. Und dann müssen wir hier ein Schild kaufen. Das Schild dient dazu, damit wir halt ein paar Schüsse halt aushalten können. Teilweise gibt es Schilde, die uns noch ein bisschen heilen können und sowas. Ach komm, nehmen wir das. Die sind alle dieselben. Nee, rechts gab es ein Sonderangebot. Danke. Du solltest die Maschine mit langsamer Gesundheitsregeneration, ja? Du spät. Deswegen sage ich ja, gab es. Da sehe ich die Werte von dem Ding. Jetzt derzeit sind es nur Standardwerte von wegen. Ja, hier, es hat 50 Kapazität, 8 Ladegeschwindigkeit. Siehst du dann rechts unten. Dann mit den Herren hier sprechen zum Weiter. Moment, ich muss mal einmal hier. Wo sehe ich denn jetzt mein Schild? Du hast es wahrscheinlich gleich instant angelegt auf der rechten Seite. Ja. Ja, er ist. Achso, nee, ich war gerade in dem Menü drin. Ach nee, so, da oben. Okay, alles klar. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier.
Das nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Ninetoes hilfst. Okay. Im Moment geht halt wirklich alles relativ schnell. Die Quests sind sehr zügig, weil halt Tutorial. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Kommen jetzt Zombies? Wir werden es sehen. Wollen Sie Kleingeld? Auch hier? Ich folge euch einfach mal. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ja, so ungefähr könnte es richtig sein. Wie viele Kugeln braucht das Vieh? Das ist ja irre. Du kannst in den Mund schießen. Wenn es den Mund öffnet, dann machst du kritischen Schaden. Ich habe von hinten geschossen. Das schafft du dann eher nicht. Nee, nach vorne im Mund, wenn er den Mund aufmacht. Sonst nicht so. Oh, Schrotflintenmunition vielleicht? Ah, kann ich noch nicht looten, weil Gegner sind noch im Weg. Halt, sonst zählt natürlich halt auch so das Klassische. Auf den Kopf zielen und dann eventuell überlebst. Da ist er down. Down! Ja, jemand kann mich wiederbeleben, vielleicht. Ja, wenn wir mal die Gegner hier weg haben. Mach schon. Hier drücken, wenn du einen anderen Charakter bist. Aber dadurch, dass ich das schon gemacht hatte, so, ging es da wahrscheinlich nicht. Hier liegt übrigens eine Waffe. Schrotflinte leer! Schrotflinte leer! Es hat nämlich angesprungen hier. Ich glaube, es hat. Dass ich mich schon mal nachladen muss, das war zum. Aber ich bin jetzt schon wieder tot. Wer hat auf mich geschossen, welcher Penner? Weil der da hinter euch Leute stehen hat, die aus euch schießen. Blab, blab! Ach, das war seit ihr. Die Munition ist alle. Plötzlich seid ihr meine Feinde. Was? Nein, nicht ganz so, ne, aber. Hey! Und hier liegt übrigens hier liegt eine Pistole. Knarre rum. Braucht jemand eine Pistole? Hier liegt noch eine Knarre rum. Die hatte nicht hier verwundet. Die habe ich jetzt aufgehoben. Nee, ich hab eine Pistole. Also die hat der Amiga-Link alle gekriegt. Was? Der alles. Alle? Nö. Hier ist ein Medikit. Braucht eine Heilung? Da liegt ein Medikit. Nicht mehr. Ja, hier liegt auch noch eins. Sonst liegt hier viel SMG-Munition. Die brauche ich. Wo seid ihr da? Schön. So, ja, alles nur SMG-Munition. Gut, denn ich hatte vorhin. Was ist denn dieses längliche? Was war das? Das ist gerade? Dieses das SMG. Die SMG. Die für mich. Die in schräg ist für Pistolen. Alles andere ist halt deutlich besser erkennbar. Was haben wir denn hier noch drin? Pass hier nicht auf. Hier ist noch ein Safe, da guck ich mal, was haben wir denn da drin? Geld! Yeah! Noch mehr Geld! Hier liegen Knarren! 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 Auch was Knarren! Ist das überhaupt? Wo ist hier? Nimm gern schwere Waffen! Nein, nicht den Mammut! Lass nicht den Mammut daran! Nee, lass nicht den okay. Amiga-Link daran! Was? Also nein! Eine ist ein SMG und das andere ist schon weg. Was war das andere? Keine Ahnung, das hat cool. Ich glaube, Amiga ich hab, aufgenommen. Ich hab eins aufgenommen. Ich komme nur im Inventar überhaupt nicht Sekunde. Klar. Und Verwunsch hat jetzt auch ein SMG. Ja, Moment. Ich guck gerade, sonst kann ich sie wieder abgeben. Es war schlechter als meins, deswegen behalt ruhig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ich habe auf mein Schild geklickt. Was ist jetzt passiert? Du hast den abgelegt jetzt wahrscheinlich. Abgelegt. Jetzt ist links leg in deinem Inventar. Achso, links ist. Ah, alles klar. Okay, schon gescheckt. Okay. Ist ein bisschen so. Umständlich, so ein bisschen. Ja. 72. Nee, zur Arena will ich nicht. Sicher? Ja, das ist um gegen Freunde anzukämpfen im Zweikampf. Nein. Später vielleicht mal. Wenn ich und irgendwer hier Differenzen habe. Okay. Das kommt ja nie vor. Das. Niemals. Schauen wir mal. Gut, sollen wir dann die Quest wieder abgeben? Ja, machen wir einfach. Ja, dann mal los. Yeah. Wir folgen dir! Jetzt kannst du ein Wanderlied anstimmen. Jetzt trau ich mich nicht mehr. Oh. Von den blauen, roten, braunen Bergen kommen wir. Von welchem denn jetzt? Von den grünen Bergen kommen wir. Von den grünen, blauen, roten und auch von den braunen Bergen. Ja, da kommen wir. Super. Noch Fragen? Nein. Nein. Gut. Aha, Sirene, ich bin fast schneller als du. Warte mal kurz, siehst du? Warte mal kurz, ich bin schneller.
schön, so, ich bleib stehen. Ah, oh Gott, ich hab's gut. Richtig gemacht, ne? Kannst mich senden, wie alle anderen. So. Hat kein neues Angebot hier. Weitere Quests. Treffen mit TK Baha. Tiefkühl Baha. Gut. War das nicht der eine mit seinem Schaukelstuhl? Ja, genau. Kommen alle hinterher? Ja, ja, ja. Voll das breite Kreuz. Die Sirene rennt ein bisschen hinterher, oh, aber sonst. Munition, die ich schon voll hab. Dann nehme ich einfach. Oh, warte, hier ist eine Waffe, Waffe. Vieh, irgendwo ist ein Vieh. Bist du schon tot? Ist tot, das Vieh. Ey, bis ich das überhaupt erstmal sehe, ist das schon. Da hinten sind auch noch ein paar. Mm. Sind das diese Hunde? Mhm. Die spawnen immer aus den Höhlen. Ja, fast. Immer die Pistole, ey. Ja, meistens halt kommt da noch ein, zwei nach. So. Das ist getötet. Ja. Dann kannst du wenigstens keine mehr Eier überlegen. Ist doch gut. Oh, irgendwas schießt hinter auf mich. Hinter uns ist jemand. Sind überall. Da will man doch nur mal zu so einem Typen hingehen. Und dann sowas. Geh weg! So, tot. Meine Fresse. Ja, der hat ganz schön viel Geld dabei. Ja, der ist ja, ne, reich, aber nicht. Knarre rum. Also mein Nahkampf ist nicht so gut. Was ist das? Ein Cheap Repeater. Nee. Nee. Man kann es mitnehmen, kann es ja immer noch verkaufen. Ich meine, bevor es einer liegen lässt, das ist eine billige Pistole. Ach so. War ach so, ein Ding habe ich, glaube ich, auch. Repeater habe ich, glaube ich, irgendwas gesehen vorhin. Hm. Ja, ja, gibt es aber mehrere, die Repeater heißen. Ich habe auch gibt zwei. Es gibt ja später auch noch Waffen mit unterschiedlicher Qualität, Cheap Repeater, also mit grünen Namen halt und sowas. Jetzt nicht so, also von den Werten war es nicht toll. Alle stürzen sich auf die Kiste da. Kiste. TK Baha. Du, noch ein Schritt und es ist dein letzter. Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Das ist ein richtiger Witzknopf. Dein Glück? Ich schieße nur keine aus Sorge wegen mir. Ich kann auf mich aufpassen. Ich komm schon klar, okay? Alles cool. Genau, klau ihm das Geld aus der Kiste. Ja, klar. Kenn ich nix. Hallo, Clark. Keine Sorge wegen mir. Ich kann auf mich aufpassen. Ich in Rollenspiel immer so. Braucht der doch bestimmt nicht mehr. Hier auf dem Klo gibt's Sniper-Munition. Ich höre schon wieder irgendwas knurren. Ja, hier. Und er ist einfach mal despawned. Und spawnt hinter mir nochmal. Interessant. Wiederhole, hier auf dem Klo, Sniper-Munition. Keine Ahnung, wo Klo ist. Ja, wo ich stehe. Ich habe gerade versucht, durch die Hintertür reinzukommen, hat aber abgeschlossen. Hm. Aber ich brauche doch eh keine Sniper-Munition. Nee, die braucht verwünscht. Ja, hier ist Moment. Mal normale. Ich bin unterwegs. Wo auch immer du Soldaten bist. Noch ein bisschen drehen nach links. Mammut, da. Hui. So, da einfach mal ins Klo reingreifen. Ja, es schießt besser danach, ne? Und naja, mal gucken. Merkt's. Liegt dann besser in der Hand. Erhöht den Damage. Oh, ui. Oh. Und den Widerlichkeitsfaktor. So, hier kommen da jetzt bestimmt wieder so Viecher. Mhm. Da hinten sowas sind sie schon. Lade nach! Hier müssen wir gestohlene Vorräte einsammeln. Meinst du, das kriegen wir hin? Hm. Probieren wir aus. Oh, Geld. Schrotflintenmuni. Ach, ich bin ja so schlecht im Zielen. Merke ich. Piss dich. Ach, deine große Stunde wird kommen, wenn es dann halt auf die Sniper-Tour halt gemacht werden soll. Ja, ja. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Schnelle, bewegliche Ziele sind eh schwieriger zu treffen, sagt jeder. Also muss das auch stimmen. Stohlene Vorräte. Ich muss nachladen und er greift mich an, der sagt. Ja, mach einen Nahkampf, mach einen Nahkampf. Ah. Au.
Ja, genau, auch. Aber er hat Geld fallen lassen, finde ich gut. Die Penner! Oh nein! Oh nein! Ich wiederbelebe dich! Danke! Geh weg! Medikit! Liegt hier irgendwo mal Schrotmuni? Nee, hier hinten ist nur wieder Soldatenmunition. Ja, die liegt hier überall. Ja gut, ich meine, wenn ich einmal auf schieße, sind auch direkt ein paar Kugeln weg. So, ja, noch was? Nee, wir haben alles.